So, und zwar hat vor einigen Jahren hat die Harvard-Universität eine Untersuchung durchgeführt. Und zwar hat sie feststellen wollen, was unterscheidet die erfolgreichen von den erfolgloseren Firmen, ging um Firmen erstmal. Und sie haben folgende erstaunliche Entdeckung gemacht. 80% aller Firmen in einer bestimmten Branche erwirtschaften zusammen nur 20% des Umsatzes und des Gewinns. Das heißt im Umkehrschluss, dass die anderen 20% Firmen einer Branche 80% des Umsatzes und Gewinnes bekommen. Das heißt, ein kleiner Teil der Firmen in einer Branche bekommt den größten Teil des Kuchens und die überwiegende Mehrheit der Firmen einer Branche bekommen sehr wenig vom Kuchen. Das Ganze heißt 80-20, weil das ein italienischer Nationalökonom namens Wilfredo Pareto festgestellt hat. Der hat festgestellt, dass die Italiener zu seiner Zeit das Vermögen genau nach dieser Zahl aufgeteilt hatten. Das heißt, 80% der Italiener, die große Mehrheit, die Masse, hatte zusammen nur 20% aller Ersparnisse und die 20% an der Spitze hatten zusammen 80% der Ersparnisse. Das heißt, ein kleiner Teil besitzt den größten Teil und die große Mehrheit hat nur wenig. Das Ganze wurde dann von Harvard auch übertragen, einmal zum Beispiel auf Verkäufer. Sie haben festgestellt, dass diese Zahl auch bei Verkäufern gilt. Das heißt, zum Beispiel nehmen wir mal eine große Verkaufsorganisation, nehmen wir mal einfach die Allianz als Beispiel. So, die haben vielleicht 10.000 Versicherungsvertreter und 20% dieser 10.000, also 2.000, würden 80% aller neuen Aufträge schreiben und die anderen 80% der Verkäufer, der Vertreter, würden nur 20% der Aufträge erhalten. Damit auch nur natürlich 20% des Einkommens erzielen. Oder 80% der Menschen, die insgesamt leben, haben 20% aller Einkommen und die 20% Spitzenverdiener haben 80% des Einkommens. So, dann haben die den zweiten Schritt gemacht und haben von Pareto, von diesen 20%, nochmal die besten 20% herausgebildet und sich angesehen. Also das heißt, die 4% der Spitzenfirmen, die 4% der Spitzenverkäufer, die 4% der Spitzenverdiener. Und das Ergebnis war, diese 4% haben immer noch einen Anteil am Kuchen, der zu verteilen ist, von 60%. Das heißt, 96% müssen 40% unter sich aufteilen und 4%, das sind die Spitzenfirmen, die Spitzenverkäufer, die Spitzenverdiener, haben 60%. Dann machten sie nochmal eins, nämlich wieder Pareto von diesen 4%. Das heißt, sie nahmen von diesen 4% die besten 20% an der Spitze. Das wären eigentlich 0,8%, dann haben sie aber gerundet auf 1%. Das heißt, sie nahmen das beste 1% der Firmen in einer Branche oder das beste 1% der Verkäufer in einer Verkaufsfirma wie Allianz oder AXA, was auch immer. Oder das 1% der Spitzenverdiener. Und siehe da, dieses 1% bekam immer noch 50% des gesamten Kuchens ab. So, und jetzt war natürlich Harvard dann interessiert, warum? Was macht den Unterschied aus? Also warum bekommen die einen den Löwenanteil vom Kuchen und die anderen bekommen nur die kleinen Sträußelchen, die übrig bleiben? Und sie haben festgestellt, was glaubst du so auf Zuruf? Du hast jetzt viel gehört die beiden Tage. Was war der Hauptunterschied zwischen den 20% der Spitzenleute, Spitzenfirmen, Spitzenverkäufer und den 80% hier? So auf Zuruf. Glaube habe ich gehört. Energie habe ich gehört, Wissen habe ich gehört. Es ist was ganz Einfaches und zwar was ganz Primitives, was man eigentlich kaum glauben kann, aber es ist so, nämlich diese 20% unterscheidet erstmal nur der Fleiß. Es ist der Einsatz, es ist das, was man als was man einbringt, was man in das Spiel des Lebens, in das Spiel des Unternehmertums einzahlt, also Ausdauer und Disziplin. Man sagt ja auch, Ausdauer ist die Mutter und Disziplin ist der Vater allen Erfolgs. Ja? Und das bringen diese 20% Spitzenfirmen, die arbeiten einfach härter. Und die 20% der Spitzenverkäufer arbeiten einfach härter und intensiver. Die gehen eben die Extrameile. Schau, Sportler,
die 20% der Spitzensportler, die eben die Medaillen gewinnen und die eben oben in der Bundesliga spielen und so weiter, das sind auch die, die die Extrameile gehen. Das heißt, ich habe damals die ganzen Olympia-Bundestrainer geschult 2000 und die haben mir gesagt, es ist nicht das Talent, was entscheidend ist, es ist einmal eine Frage des Willens, das heißt, wie stark will ich es unbedingt, wie hungrig bin ich also, und das Zweite ist, was bin ich bereit dafür einzusetzen. Dann haben sie überlegt oder herausgefunden und getestet, also sie machen Pluszeichen hin, neben dem Fleiß, was braucht man denn noch? Und sie haben herausgefunden, erstens, man braucht klare Ziele. Diese 4%, die jetzt hier die Spitzenfirmen markieren, die 4% der Spitzenverkäufer, die 4% der Spitzenverdiener in einem Land beispielsweise, die haben erstens klare Ziele, die wissen, was sie wollen. Zweitens, sie haben einen unerschütterlichen Glauben, sie haben ein starkes, unerschütterliches Selbstbewusstsein. Sie glauben nicht mal, sie wissen, dass sie es schaffen werden. Und das Dritte, und das ist ganz elementar wichtig, sie haben das richtige, notwendige Wissen dafür. Ich will dir ein Bild geben, eine Metapher, dass du das verstehst. Nehmen wir mal an, was habt ihr hier von großen See in Berlin? Wannsee, so. Also nehmen wir an den Wannsee. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das da ist, aber ich glaube, es ist auch ein großer See. So, jetzt nehmen wir an, auf dem Wannsee, es ist jetzt bald wieder Sommer oder früher und du hättest ein Segelboot. So, und du hast vor, also quer über den oder längs über den Wannsee auf die andere Uferseite zu segeln, weil da gibt es ein Fischrestaurant, wo es so guten frischen Fisch aus dem Wannsee gibt. So, also, du hast ein Bötchen und du hast das Ziel, am Sonntag segeln wir mit meinem Schatz, segeln wir da an die andere Seite. Du hast den Glauben, dass du segeln kannst, sonst würdest du das Ziel dir nicht setzen. Du glaubst es, dass du es schaffst und du hast das Wissen, wie man segelt. Du hast es gelernt, hast einen Segelschein. Also segelst du los. Es ist alles wunderbar, du bist gut unterwegs. Als plötzlich das Wetter sich ganz plötzlich dreht, überraschenderweise, es dreht sich, es kommt ein Gewitter auf, es kommt ein Sturm auf und plötzlich weht dir der Wind kräftig entgegen. Also es regnet, es blitzt und donnert und der Wind schlägt dir entgegen, aber du bist quasi vielleicht schon zwei Drittel schon dem Ziel entgegengekommen. Das heißt also, eigentlich wäre es näher jetzt da eben zu diesem Fischrestaurant zu segeln, aber jetzt kommt dir da der Wind entgegen. Und mal angenommen, du hast das Ziel also jetzt immer noch auf die andere Seite zu kommen, weil es ist nicht mehr weit. Du glaubst es, dass es schaffst, ja, aber du weißt nicht, weil du es noch nicht gelernt hast, wie man gegen den Wind, heißt übersetzt als Metapher, gegen negative äußere Umstände so ankreuzt, dass man sogar trotz Gegenwind schließlich am Ziel ankommt. Wenn du dieses Wissen nicht besitzt, dann verpufft aller Glaube und dann verpuffen alle Ziele. Daran scheitern die meisten Firmen und die meisten Menschen. Sie haben zwar Ziele, sie haben den Glauben, sie sind auch fleißig, aber sie wissen nicht die richtigen Strategien. Das heißt, sie wissen nicht, wie sie grün bekommen und mischen weiter rot und gelb und ärgern sich über das Orange. So, und dann kam die Untersuchung, was unterscheidet dieses eine Prozent, das sind jetzt the best of the best, wie sie genannt wurden, das sind jetzt dieses eine Prozent, ich habe dir gestern gesagt, das eine Prozent an der Spitze wird in den nächsten 10, 15 Jahren bis zu 99% vom Kuchen abbekommen. So weit sind wir jetzt vielleicht noch nicht, aber die Entwicklung geht weiter und weiter. Dieses eine Prozent der absoluten Marktführer in einer Branche ziehen wie ein Staubsauger mehr und mehr an. Ja, das heißt, beispielsweise ein Facebook, ist ja nicht nur Facebook, der Konzern Facebook ist ja auch Instagram und WhatsApp. Facebook saugt magisch immer mehr Werbeeinnahmen im Social-Media-Bereich an. Die machen noch gar keine Einnahmen im Bereich WhatsApp und nur sehr wenig noch auf Instagram. Also das heißt, da ist noch viel Potenzial. Google hat das schon angesaugt, das heißt weltweit, da haben die bei ungefähr 90% des Werbekuchens von allen Anzeigen und so weiter bei Suchmaschinen, die wir schalten. Also das geht in diese Richtung hinein. Und die Frage war, was unterscheidet dieses eine Prozent der Spitzenfirmen, dieses eine Prozent der Spitzenverkäufer, dieses eine Prozent der Spitzenleute, der Spitzenmenschen von den anderen 99%. Und Harvard hat das etwas anders ausgedrückt, aber das, was sie gemeint haben, ist genau das, was ich hier in diesen Power Days als die Gesetze,
die universellen Gesetzmäßigkeiten des Lebens bezeichnet habe. Es gibt eben übergeordnete Gesetze, so wie das Gesetz der Schwerkraft eben in der physikalischen Welt für jeden Menschen Gültigkeit besitzt, vollkommen egal, was er will, vollkommen egal, was er glaubt, vollkommen egal, ob er es kennt oder nicht kennt, es hat die Wirkung für ihn. Und genauso ist es mit diesen Gesetzmäßigkeiten. Mal ein Beispiel, was ich euch gestern früh gesagt habe, das war das Gesetz der Konzentration, kannst du dich erinnern? Ein Gesetz, gegen das ich als 21-jähriger junger Mann eklatant verstoßen habe, in 2 Jahren 4 Geschäfte, das in unterschiedlichen Bereichen wohlgemerkt. Das konnte nur schief gehen, weil ich habe noch keine Mitarbeiter rangezogen gehabt, ich habe noch keine Strukturen geschaffen, ja, das heißt, ich war überall und nirgends, das konnte nur schief gehen. Warum? Ich habe gegen ein Lebensgesetz verstoßen, das Gesetz der Konzentration. Umgedreht, weil ich ja da gebranntes Kind war, habe ich dann Ende 94 meine damaligen 6 höchst erfolgreichen Unternehmensberatungen alle abgegeben, obwohl die alle noch im Aufwind waren und gewachsen sind. Und ich hätte das Ganze ja unbegrenzt duplizieren können, weil ich mich konzentrieren wollte. Ich hatte 2 Standbeine und ich habe gesagt, ich konzentriere mich jetzt als gebranntes Kind auf ein Bein. Das heißt, weniger ist manchmal mehr. So, das ist das Pareto-Prinzip.